eine, wie lange haben Sie überlegt, als die Anfrage kam, die erste Mannschaft des FC Eintracht Norderstedt zu übernehmen? Nicht lange, bestimmt nicht lange. Das war sicherlich auch eine spontane Entscheidung. Was genau reizt Sie an dieser Aufgabe? Ja, erstens bin ich ja nur auch schon 3 Jahre hier im Verein. Ich weiß das Umfeld zu schätzen, die Leute, die hier arbeiten, zu schätzen. Den kenne ich auch teilweise ein paar Spieler, weil die bei uns durch die A-Jugend gegangen sind und jetzt schon 2, 3 Jahre in der Männermannschaft spielen. Also von der Seite her sicherlich eine interessante, aber nicht einfache Sache. Was konkret schätzen Sie denn an dem Umfeld hier? Ja, ist die dritthöchste Liga, in der wir spielen, also jetzt in Hamburg und leistungsbezogener Fußball, tolle Trainingsbedingungen, einfach hier ist was so nach dem HSV St. Pauli kommt, ich denke, da ist Norderstedt schon eine gute Adresse. Sie sind ja nun schon länger Trainer, was genau haben Sie für eine Philosophie? Meine Philosophie ist das Team, ja, ganz einfach. Das Team, ich bin sicherlich kein Trainer, der einen Spieler auffordert zu laufen. Das sage ich vielleicht einmal oder zweimal und dann wird es für ihn schwer. Sicherlich spielt jeder gerne offensiven Fußball und attraktiven Fußball mit vielen Tormöglichkeiten und nach vorne. Trotzdem denke ich, die Basis ist natürlich ein gutes Abwehrverhalten und darauf basiert natürlich auch ein gutes Angriffsverhalten. Was würden Sie denn sagen, was fehlt der Mannschaft, was Sie ihr jetzt noch mitgeben können? Ja, das ist für mich schwer zu sagen, weil ich habe eigentlich nur ein Spiel gesehen von der Mannschaft und das ist auch schon längere Zeit her, weil ich war ja selbst beschäftigt mit meiner Mannschaft. Dann habe ich auch Spiele der Gegner, die wir hatten, angeguckt. Also das ist, ich will nicht sagen Neuland für die Mannschaft und für mich, aber macht einfach das Interessante aus, jetzt das gegenseitige Kennenlernen erstmal. Sicherlich wissen wir natürlich, was für Gegner kommen, aber ja, das ist, ich will nicht sagen, eine spannende Geschichte, aber es ist schon eine Herausforderung, die prickelt. Apropos Gegner, nun wartet ein echtes Brett mit Wolfsburg. Die Ergebnisse in den letzten Spielen waren jetzt nicht so erfolgsversprechend. Wie gehen Sie daran? Ja, ich denke, in der Situation, in der die Mannschaft ist, beziehungsweise in der Verein ist, da ist jeder Gegner erstmal ein schwerer Brocken. So, und dann denke ich, sollten wir uns da nicht groß erstmal um den Gegner kümmern, sondern ich kümmere mich erstmal um die Spieler, um die Mannschaft und dann werden wir sehen, dass wir am Samstag dafür eine Leistung abliefern. Ich hoffe natürlich positiv, ist natürlich klar. Aber wichtig ist nicht ja das eine Spiel, sondern sag ich mal, ist schon eine Distanz. Also dass man versucht, die Mannschaft erstmal persönlichen Gesprächen erstmal kennenzulernen, woran es lag, wo es klemmt. Und das ist erstmal das Wichtige. Das ist innerhalb von einem Tag oder 2 Wochen oder sowas nicht erledigt. Herr Koch hat im Interview mit uns gesagt, dass irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft der Aufstieg schon auf dem Plan steht. Wie sehen Sie das so? Ja, damit beschäftige ich mich eigentlich überhaupt nicht. Das ist wirklich noch Zukunftsmusik für mich und das ist eigentlich überhaupt kein Thema jetzt. Alles klar, dann wünschen wir für die kommenden Aufgaben alles Gute. Danke.